Hallo liebe Budgetfreunde und herzlich willkommen. Wir sind immer noch bei der Bremer Spieletage. Heute ist, beziehungsweise jetzt ist Spielefabel dabei und wir erkunden zusammen die weiten Galaxien, würde ich mal fast sagen, Space Explorers. Ja, erstmal sind wir noch auf dem Boden. Tatsächlich sind wir mit unserem Forschungszentrum, was vor uns liegt, im Moment noch auf dem Boden und wir versuchen tatsächlich in den Weltraum zu kommen. So würde ich es beschreiben. Nice. Okay, ja, dann beschreib doch mal gleich mehr. Was haben wir denn? Genau. Wie funktioniert das? Also, Sinn des Spiels ist es tatsächlich in seinem Wissenschaftszentrum, was man vor sich liegen hat, mit 4 Abteilungen, die besten Experten mit dem meisten Können, sprich mit den meisten Punkten an Land zu ziehen. Mhm. Zusätzlich mit diesen Mitarbeitern dann Projekte, die auch am Ende des Spiels Punkte bringen, zu vervollständigen, also Satelliten in den Weltraum zu schießen. Das ist das Ziel, Punkte zu machen. Und die Punkte könnt ihr entsprechend da sehen. Das Spiel geht so lange, bis der erste 12 Mitarbeiter in seinem Zentrum, in seiner Forschungsstation angestellt hat. Dann wird die Runde zu Ende gespielt und das Spiel endet. Oder es endet, wenn alle diese Projekte, also alle die Satelliten wechseln. Dann ist auch du bist Startspieler, wie ich gerade, ja, dann wird die Runde zu Ende gespielt und das Spiel endet auch. Also es gibt 2 Endbedingungen, entweder 12 Mitarbeiter oder alle Projekte sind weg. Ja. So, am Anfang kriegen wir alle erst einmal eine Karte nur und es gibt auch nur ganz wenig Grundregeln in diesem Spiel. Diese eine Karte guckt ihr euch an, das ist eure Handkarte. Und ich decke sie jetzt einfach einmal auf, damit man versteht, was man da hat. Ich denke 3 Punkte. So, also genau, wie viele Punkte es gibt, das kann man erkennen. Wie kriegt man aus der Auslage, das sind die Bewerber, die es gibt, oder die Mitarbeiter, die man werben möchte, wie kriegt man die in sein Zentrum? Dafür gibt es einmal Ressourcen-Token, also Anwerbetoken kann man auch sagen. Ja. Und die Kosten für die einzelnen Mitarbeiter stehen hier. Okay. Wenn man jetzt mal schaut und zum Beispiel dieses hier sich anschaut, da braucht man 2-mal die gelbe Forschungslabor, Laborausrüstung und eine Uhr. Nun hat man ja hier in der Auslage nur eine Uhr, das passt aber leider nur ein so ein Teil. Also man könnte es gar nicht. Man kann mit dieser Karte hier, die man in der Hand hat, wenn man sie in die Mitte spielt, 2 Joker-Ressourcen bekommen. Das heißt, ab jetzt habe ich 2 irgendwelche plus den, die ich mir aussuchen kann. Das heißt jetzt rein theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich nehme mir diese beiden, eine Flasche, also die gelbe und die blaue, und gebe nochmal eine gelbe und blaue aus, weil ich diesen reingepackt habe. Ja? Der heißt einfach, 2 ist ein Joker für irgendwas und ich habe mich dazu entschieden, dass es das und das ist. Und dann muss ich zusätzlich noch die beiden weggeben. Und wo gebe ich sie hin? Zu meinem linken Mitspieler. Der kriegt sozusagen meine wertvollen Teile und ich kriege erst wieder welche, wenn du mir welche gibst. Das ist ja Glück. Also von daher wird es nicht mehr. Das ist also eine Regel, wie ich anstellen kann. Ich schaue mir die Kosten an, das sind die Kosten für die Mitarbeiter, für die Neuen. Okay. Und ich schaue, wie ich das eben bezahlen kann. Wenn ich die abwerfe und diese Karte nehme, da sind nur 2 Kosten, muss ich gar nichts abgeben. Da hätte ich den for free, ist natürlich dann auch erstmal kein wertvoller Mitarbeiter, aber um das Ding aufzubauen, hilft er mir schon sehr. Verstanden. Man das ist auch immer nur eine kaufen. Genau, man kann nur eine kaufen. Anstelle jemanden einzustellen, kann ich Folgendes machen. Ich kann mir einen Mitarbeiter aus der Auslage oder von dem Stapel auf die Hand nehmen. Auf der Hand kann ich so viele Karten haben, wie ich möchte. Aber ich darf auch nur eine für 2 Ressourcen in die Mitte legen. So ist es. Hm. Nein, das ist so nicht. Du kannst auch jetzt 4. So ist es. Ah. Ja, das kannst du. Das ist, ist möglich. Okay. Wenn keine 6 mehr da liegen, wird auf 6 immer aufgefüllt. Das ist richtig. Also 6 liegen mindestens, es können auch mehr sein. Okay. So, jetzt habe ich ja diesen einen hier mal angestellt, den ich mir dadurch genommen habe, dass ich einfach einen aus meiner Hand abgelegt habe. Die anderen werden jetzt dran. Wenn ich jetzt in dieser Rubrik hier, das ist jetzt ein Konstrukteur. Mhm. Die Fähigkeiten, die sehen wir hier, die haben nichts mit den Kosten von Mitarbeitern zu tun. Die Fähigkeit ist hier oben. Die Fähigkeit gibt an, das ist ein Konstrukteur, der liegt in dieser Abteilung. Und wenn ich jetzt einen weiteren Konstrukteur, also einen Mitarbeiter mit dieser Fähigkeit einstelle, kostet er mich so viel weniger, wie ich Karten hier schon liegen habe. Ja. Und zwar von unten gerechnet. Das ist ein kleiner Pfeil. Das heißt, der nächste Konstrukteur, den ich anstelle, würde ich die untere Ressource mir wegdenken und nur noch 3 so eine violetten Helme bezahlen müssen.
Okay. Wenn ich das könnte, würde ich mir den hier hinlegen. Der nächsten, den ich mir in dieser Rubrik jetzt holen würde, würde 2 in Abzug bringen. Okay, wenn da ein 2er nur liegen würde, könnte ich mir den für umsonst hier in diese Rubrik hinlegen. Okay. Okay. Das ist, ja, also wenn jetzt hier ein 2er liegen würde, also der nur 2 Ressourcen hat, ja, und eben aus dieser Rubrik ist, würde er mich nichts kosten, dann könnte ich ihn direkt hier hinlegen. Okay. Okay. So, das ist also das Anstellen von Mitarbeitern. Also es gibt 2 Aktionen nochmal. Eine Aktion ist eben, ich nehme mir eine Karte von hier oder von hier, dann wärst du schon wieder dran. Oder ich nehme mir direkt hier raus, also gebe eine ab und sage, den stelle ich ein und lege ihn hier hin. Das ist es. Jetzt gibt es hier unten in der Ecke noch Bonusgeschichten. Und da gibt es, der einfachste Bonus ist, wenn es zusätzliche Ressourcen gibt, um neue Mitarbeiter einzustellen. Nehmen wir mal an, dass mir dieser Mitarbeiter hier in dieser Rubrik liegt, also es ist ein Astronaut, der ist in der Astronautenabteilung, der wird hier hingelegt, mhm, und der hat ab jetzt, habe ich jetzt zu diesen Auslagen, die ich hier habe und der Karte, die ich vielleicht in der Hand habe, nochmal 2 solche Laborfläschchen. Okay. Das heißt, also ich könnte jetzt jemanden mit 3 Laborflaschen ohne Probleme einstellen. 2 habe ich hier, da könnte ich die nehmen und dann noch 2 hiervon, da habe ich ein. Gehen wir mal davon aus, ich gebe den ab, dann hätte ich 2 davon und dann könnte ich den hier direkt jetzt mir hier in diese Abteilung reinlegen, weil ich habe 2 hiervon, ich habe den abgegeben und dafür auch gleich 2 hier. Zusätzliche Regel, einer liegt hier schon, ich bräuchte an sich nur einen. Aber nur um das zu erklären, der verfällt, genau. Hiermit habe ich 2 so lange, wie die Karte offen liegt. Jetzt ist sie bedeckt, okay, und jetzt gilt eine neue Regel. Okay. Stimmt. Diese Regeln hier, das ist jetzt auch schon das letzte, sind hier erklärt. Ah, ja. Wir haben hier Nummern auf den Karten, da steht eine 56 und da geht man einfach einmal zur 56 und liest sich einen Satz durch und weiß sofort, was es ist. Diese Piktogramme erschließen sich nach der ersten Partie auch relativ schnell. Natürlich alles auf Deutsch, sehr schön. Ja, genau. Bleibt so, ja nur noch eine Frage offen, oder? Ja, welche? Ah ne, Gewinn tut der die meisten hiervon hat. Gewinn tut derjenige, der am meisten Punkte hat. Und Ende war, wenn die leer endet, sind, wenn die leer sind oder jemand 12 Angestellte 12. In seinem Hub hat. Und dann gibt es noch diesen Punkt hier. Ihr seht, hier gibt es keine Punkte direkt. Wenn so ein Sternchen da ist, dann beziehen sich die Punkte auf das da unten. Und das heißt, für jedes Projekt, was ich jetzt habe, das heißt Projekt, also Satellit, für jedes Projekt, was ich bei mir liegen habe, kriege ich entsprechend 2 Punkte, okay, wenn ich diese Karte spiele. Also okay, das ist kein fester Punkt, sondern das ist ein Variabler. Das steht hier, ja klar, es erklärt sich jetzt auch, das soll ein Satellit darstellen. Genau, richtig. Ja. So, und somit erklären sich alle Symbole relativ schnell. Wir können da jetzt einsteigen. Auch wenn noch ein paar Fragen sind. Wenn ich die entsprechende Anzahl von Mitarbeitern habe. So, es gibt eben nochmal unterscheiden, ganz wichtig, wir unterscheiden die Ressourcen, die ich brauche, um Mitarbeiter einzustellen. Das ist dieses hier und das hier. Die sind viereckig. Und das sind die Fähigkeiten, das bestimmt einmal die Rubrik, in denen der Mitarbeiter kommt. Und hier sind dann die Fähigkeiten, um diese Projekte bauen zu können. Also wenn ich 3 von diesen, 2 von diesen hier habe, 2 von, 3 von, ja, da haben wir jetzt gerade nicht, von dem gelben. Dann darf ich ihn mir sofort rüberholen. Also es liegt okay, auf und ich aber kann sagen, jetzt nehme ich. Das ist eine zusätzliche Aktion. Ja, das ist keine Aktion. Das okay. Nehmen ist keine Aktion. Gut, dann darf ich anfangen. Ich drehe mal alles richtig rum. Vielleicht nimmt noch jeder wieder eine frische Karte. Wenn nicht, lege ich mal meine Karte weg und ihr fangt einfach an. Genau. So, jetzt muss ich gleich mal gucken, was kann diese Nummer 7 da machen. Das sieht ja interessant aus. Kannst du ruhig laut vorlesen, dann weiß es jeder. Du erhältst ein beliebiges Forschungssymbol, um einen Experten aus deiner Hand einzustellen. Ja, das heißt, du hast auf deiner Hand ja eine Karte und wenn du den jetzt hier einstellst, musst du eine Ressource weniger bezahlen, egal welche. Wenn du diese Karte in deinem Hub liegen hast. Und ich, eine Frage habe ich allerdings noch, wenn ich den jetzt hier hinbaue und ich würde jetzt aus dem, nehmen wir mal an, das wäre das Gleiche, muss ich den drüber legen? Ja. Und dann verliere ich diese Fähigkeit. Richtig, dann ist die Fähigkeit hinfällig. Außer diese Sternchen, wenn wir diese Sternchengeschichten haben, am Ende zählen die Punkte natürlich. Ja, ja, klar, okay. Aber genau, die, in dem Moment, wo du was rüberlegst, ist die Bonusfähigkeit hinfällig. Und trotzdem würde ich auch die Sternchenkarte drüberlegen. Das wird am Ende ja gerechnet und da guckt man genau, die Fähigkeit, die ich vorher hatte, wäre trotzdem erstmal weg. Ja. Das so, dass diese Spezialfähigkeit am Ende nochmal hervorgezogen wird.
Richtig, die wird am Ende wieder vorgezogen. Ja, und diese vier Ecke hier unten, die gelten, egal welchen ich mir kaufe. Wenn ich muss nicht einen Orangen kaufen. Nein. Du hast einfach zwei Haken extra. Im Moment hast du nur einen vor dir liegen. Und es gibt keine Möglichkeit, wo ich die Karte auf meine Hand hier ausspiele. Doch, du kannst direkt sagen, ich möchte sie ausspielen und gibst dir zum Beispiel diese Ressourcen ab, die du hier liegen hast. Ja? Ah, okay. Oder du hast zwei Karten, legst eine ab und dann kannst du die zweite auch. Deswegen, okay. Also aus der Hand kannst du... Ich mal ganz kurz die 56, gib einen Forschungsmarker im Uhrzeigersinn weiter und nimm dann eine Karte vom Nachziehstab. Das wäre das, Forschungsmarker einen weitergeben, den würde er dann kriegen und dafür darfst du hiervon eine Karte nehmen. Und das darf ich... Einmalig ist das. Wenn dort Aktion steht, ist es anstelle deiner normalen Aktion. Wenn es da einfach so steht, ist es extra. Ah, okay. Okay. Das klingt witzig, das will ich machen. Dann gebe ich die Karte, lege ich hier hin. Die legst du hier hin, die gehört jetzt hier mit an, zwei Ressourcen sind. Dann muss ich den und den weitergeben. Ja, genau. Dann kriege ich den. Und die hast du jetzt eingestellt in die richtige Rubrik. Da. In die hast du ihn auch gelegt. Jetzt gebe ich den weiter. Nee, Stabschüler, den brauchst du ja nicht. Du hast ja eben schon die Ressourcen weitergegeben, oder? Ich das jetzt? Ja, genau. Nee, das ist jetzt eine Aktion, die du jetzt natürlich... Hier steht nicht Aktion. Nee, aber du hast sie gerade bekommen. Das ist jetzt erst gültig, wenn du wieder dran bist. Aber dann nur einmalig, nicht jede Runde. Solange, wie du diese Karte offen liegen hast. Und das ist ein gib einen Forschungsmarker. Ja, aber das ist genau, die sind wertvoll. Ne? Also du kriegst sie ja nur wieder, wenn du eben ihm welche gibst. Sonst hast du nachher keine. Ja, wenn ich einen weitergebe, kriege ich eine Karte, die zwei frei ergibt. In der Tat. Tausch. So lange, wie diese Karte da frei ist, hast du diese Aktion jetzt. Gut, dann. Die gehören mir jetzt. Ja, die gehören dir. So gönn dir. Ha, danke. Ja. Ich sehe einfach eine Karte. Du ziehst eine. Warte. Achso, du ziehst eine auf die Hand, weil hier liegen ja nach wie vor jetzt sechs. Ja, das sechs stimmt. Müssen mindestens da sein. Ich mache es wie folgt. Ich spiele eine Karte aus und nehme mir den Konstrukteur, weil der nur zwei kostet. Passt das. Ja, ich glaube, dass das läuft. Wie lange dauert da so in der Regel eine Partie? Eine halbe Stunde, würde man durchsagen. Jetzt ohne Erklärung natürlich. Und wenn man ein bisschen nachher diese Teile komplett verinnerlicht hat, geht es natürlich ein bisschen zügiger. Dann lege ich auch eine Karte aus. Hast du jetzt zwei freie Ressourcen. Ich gebe einen weiter und nicht mehr. Oder was? Nicht nur diese hier. Ich muss darauf achten, ob das jetzt klappt. Du hast zwei. Das passt, genau. So, genau, den liest du da. Hier könnt ihr natürlich gucken, solltet ihr auch gucken, was für eine Sammlung an Mitarbeitern habt ihr, damit ihr euch da was auch nehmen könnt. Das ist natürlich wichtig. So, ich gebe dir den hier. Nein. Und du kriegst dafür eine Karte. Großzügig. Nicht schlecht. Das war keine Aktion, wenn da nicht Aktion steht. Nee, das war keine Aktion, das war for free. Jetzt muss ich mal gerade wieder gucken, was diese Karte hier kann. Die hat ja sehr interessante Symbole. Okay, ich sage einfach mal, da steht, du erhältst ein beliebiges Forschungsmodell. Welcher ist das? Wo sagst du jetzt? 33. Die habe ich auf der Hand. Achso, die hast du auf der Hand. Erhalte ich von irgendeinem Spieler oder? Du erhältst ein beliebiges Forschen. Das ist ein Joker. Sobald du den hier liegen hast und der hier abgebildet ist, ist es sozusagen ein Joker für dich. Ein for free, okay. Egal welcher. Diese Aktion darf ich, aber da steht hier nicht Aktion, könnte ich theoretisch jetzt auch das öfter machen? Nee, das kannst du einmal machen. Okay. Nimm nach Abschluss eines Projektes zwei Karten vom Stapel. Das ist ein Projekt abschließen. Du holst dir ein Projekt und dann darfst du zwei Karten dir nehmen. Okay. Das ist ein Projekt. Das wird solange es offen ist. Genau, solange es offen ist, kannst du das gleich damit ergänzen. Alles klar. Ich baue die hier hin, indem ich die da hinlege und einen roten abgebe. Hier hast du noch mehr. Oh. Noch nicht mehr. Nimm mal. Das du hast also gefällt mir. Was für eine Aussicht. Es ist halt immer gut, hinter mir zu sitzen. Das spielt halt nicht. Ich warte, bis ich alle deine Ruhestabe habe. Ja, warte noch eine Runde. Ja, klar. Okay, jetzt muss ich etwas bauen, weil ich so viel habe. Ich will diese Karte einlegen für zwei. Für zwei beliebige. Dann gebe ich ein. Welchen möchtest du bauen? Eins aus, um dieses hier zu bauen. Genau, das passt. Die gibst du mir. Und die gebe ich dir. Und du hast ab sofort jetzt diese beiden. Deswegen. Rohstoff in
Uhrzeigersinn gibt, finde ich sehr witzig. Weil ich gegenüber dich sitze, ist das das Problem, oder? Ich finde, das ist eine interessante Idee. Mhm. Ich gebe diese drei ja und nehme mir dafür diese Karte. Da fallen mir auch jede Menge gemeine Taktiken jetzt schon ein. Genau, da kann man in der Tat blocken, ja, ja. Horten. Habe ich auch schon gedacht. Achso, der muss nachher sehr ja, umsichtig. Ich schenke arg gleich wieder Ressourcen. Ah, super. Ich brauche einiges. Also Ark müsste demnach im Moment gewinnen, wenn es so weitergeht. Du hast bald nichts. Ah, mach nicht so viel Druck auf mich. Das geht ja. Hm. Na, im Zweifelsfall ziehst du einfach eine Karte. Genau, ziehen oder eine hier von denen darfst du auch. Die darfst du dir natürlich dann auch aufbewahren, falls du eine Karte dir sichern möchtest. Hm. Aber auch keine Punkte, oder? So. Eins, zwei, drei. Den brauche ich nicht. Den kriege ich A. Ich ziehe eine. Danke dir. Gebe D aus. Danke dir. Werfe die hier hin für zwei freie. Nutze die beiden noch dazu. Und dann habe ich genug. Ja. So sicher. So sieht das Spiel aus hier. Mit einem glücklichen Arc, denn ich weiß, wow. Was er mit all den Möglichkeiten machen kann. Das ist jetzt die Frage. Nimm dir mal 4 Punkte, wie wir es damit. Ich brauche drei dafür. Er möchte nur deine Ressourcen haben. Lass dich da nicht. Wobei, mach mal ruhig, du müssen ja irgendwann mal wieder zu mir kommen. Wir können das einfach nehmen und verdeckt liegen, oder? Du kannst auf die Hand nehmen. Ah, das heißt, auf die Hand nehmen. Auf die Hand nehmen. Das okay. War deine Aktion. Das möchte ich gerne. Dann kommt eine neue Karte. Genau, hier. Gib Luft bitte keine Ressourcen. Brauchst du noch welche? Ich brauche noch einen. Ja, das mag ich gerne. Das würde ich gleich mal sehen, wie das dabei liegt. Nein, man kann ohne Ressourcenmarker, wie man merkt, sehr gut arbeiten. Ach, ich hab da schon eine Idee, was ich hier anstelle. Das glaube ich auch. Wenn der Holger jetzt nichts Dummes macht, sammeln erstmal. Ja, passt. Und nehme ich die for free. For free, warum? Ich habe den und ein. Ah, also ich spiegel. Ja, genau. Dann kommt eine neue Karte raus. Was macht der denn dann? Der ist rot. Sagte, zu Beginn deines Zuges kannst du die oberste Karte von Nachstapel in Zentrum legen. Ist auch nicht schlecht. Ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf Ressourcen hier. Kann ich kaufen? Du kannst alles kaufen, glaube ich. Die kann ich auf jeden Fall kaufen. Also, wenn du das nicht schaffst, dir jetzt eine Karte zu holen, die du haben willst, ne? Ja. Dann hast du das Spiel wieder nicht mehr. Vielleicht so. Okay, ich würde gerne diese Karte von meiner Hand ausspielen. Und dafür gebe ich die beiden weiter. Und ja, eine von denen. Dann ist das so. Ja, dann gehe ich doch tatsächlich an, weiter. Nicht diese Karte ab, ich mir diese hier. Zwei weniger. Die hatte ich ja auch weniger ist. Sehr schade. Ja, das hast du gut gemacht, wenn ihr sehr schade sagt. Ja. Auf welche Fähigkeit konzentrierst du jetzt, Liv?
Ja, ich habe da schon eine interessante Idee wieder. Okay. Bin gespannt. Noch etwas für free gekauft. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Mhm. Die Fähigkeiten hier, das ist ein extra, ein Punkt pro Karte, was hier liegt. Nochmal, was für welche? Die ist rausgekommen. Das bedeutet, genau, für alle Fähigkeitspunkte, die du hast. Es gibt auch doppelte. Es kann auch sein, dass da zwei drauf sind. Für jeden kriegst du dann am Ende des Spiels okay. einen Punkt von diesem Symbol. Ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Okay. Und dafür brauche ich Rot. Grün. Einen hast du weg. Den Astronaut. Der ist weg. Du brauchst. Und einen Blau habe ich auch. Down. Wozu brauchst du den blauen? Bei dem hier? Ah, also, nee, wenn du diese, achso, die Karte. Kaufen werde. Aber dann sind meine Ressourcen verdeckt. Das mag ich nicht. Oh Mann, was für schwere Entscheidungen in dieses Spiel. Das gefällt dran mir. Denken, wenn einer da liegt, den untersten direkt denken. Ja, das stimmt. Ich möchte gerne diese Karte irgendwann spielen. Ich nehme einfach dann. Ich nehme das mit. Ich nehme diese Karte hier, muss ein weniger bezahlen, also nur ein Teil hier. Und wenn ich hier etwas rauflege, dann eine Karte vom Nachtisch. Oh, okay. Dann legen wir was Teures nach. Oh, so, ja, ja, genau. Erstmal kann ja. Holger kann jetzt erstmal ordentlich kaufen. Was ist denn jetzt mit der? Das gilt beide Faktionen, glaube ich. Genau, hier darfst du in entweder oder in die oder die Abteilung legen. Mhm. Für so eine Karte mit Sternchen würde das dann zählen, auch später. Aber jetzt entscheidest du dich einmal, in welche Abteilung du es einlegst. Hierfür hast du allerdings auch zwei Symbole dann schon. Die zählt, obwohl sie in einem ja. gleich für beide. Okay. Oh, zählt sie für beide. Das ist natürlich nicht verkehrt. Nee, das ist eine. Nur du legst dich jetzt fest, wofür sie jetzt fürs Anstellen, fürs Recruiting. Aber die Symbole zählen für beide. Ja. Das ist hierfür gut und für eine Entwertung vielleicht gut, ne? Beim Schmidt-Sternchen. Schwierig. Ja, ja. Künstler gefällt mir auf jeden Fall, dieses Spiel. Mir gefällt auch das Artwork. Ich finde es auch gerade, ich merke gerade im Kopf, dass das... Ich wüsste, was hier gut wäre, ich wüsste, was dazu gut passt. Passt leider aber überhaupt nicht zu dem, was da ist. Ja, das stimmt. Und man kann gewinnen, ohne jetzt einen Mega-Fokus darauf zu haben. Ne? Du ja. kannst mit diesen Sternchen-Dingern. Ja, es sind schon viele Punkte jetzt. Ja, stimmt. Es geht ja auch ratzfatz, dass die weniger werden. Die werden verteilt. Die werden verteilt. Ja. Irgendwas musst du dir da sicher. Ja, hab ich auch so sicher. Okay. Dann. Ach schon, du gibst Ressourcen, das bedeutet, dass ich irgendwann Ressourcen bekomme. Wie das passiert. Da ist etwas. Zwei Punkte pro. Zwei Wertungspunkte für jede Karte, die oben diese Karte in der Reihe liegt. Oh. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4. Passt also. No. Ich lege die in die Mitte, kriege drei Ressourcen for free. Das stimmt. Das ist jetzt habe ich die hier wieder aufgedeckt. Okay. Und nehme hier die vierte Ressource for free. Als das ist so. Joker. Und nehme. Oh, das ist nicht so, weil du darfst nur eine. Nein, ist doch so. Also, es ist du darfst tatsächlich mehrere kombinieren. Das wäre jetzt tatsächlich der Punkt. Du darfst natürlich kombinieren, was offen liegt. Und da es jetzt offen liegt, darfst du sie nehmen. Ja, ich hatte gerade überlegt, ne, darfst du. Darfst du mehr als eine von diesen Bonusaktionen machen, aber das darfst du. Dann nehme ich mir die, pack die hier hin. Das ist dumm, die hätte ich gerne. Achso, also ich dachte gerade, was habe ich falsch gemacht? Und habe da den erfüllt, ja. Dann kann man den hier schon hinpacken. Können wir das alle sehen? Ja, also ich es blendet hier. Nein, ist gut. Wunderbar. Beziehungsweise ich brauche na? Bis auf Gelb von jedem einen. Ja, okay. Dann ist das da. Okay, alles klar. Ich mag diese Fähigkeit mit dieser Karte hier, die du geleakt hast. Ja, ich nehme es einfach. Super Karte. Das habe ich auch schon gedacht. Das ist etwas gut. Punkte und Ressourcen gibt es. So.
Also zum Beispiel diese Karte würdest du ganz am Ende des Spiels spielen, oder? Ja, nee, hier nicht. Also diese Karte bedeutet, alles was über dieser Karte liegt, gibt dir pro Karte 2. Okay. Das geht auch andersrum. Dann ist, also jetzt ist dumm, wenn du sie als letzte spielst. Die solltest du möglichst früh packen, damit noch andere draufkommen. Gut, dass ich nicht etwas Dummes gemacht habe. Tatsächlich. Ja, komm, dann nehme ich mir. Nein! Dieses Teil hier. Die wollte ich mir auch gerade nehmen. Da war ich noch, billig alles. War ich noch in Hoffnung. Ich habe nicht gesagt, bis sie bei mir abkommt. Also mein Forschungszentrum ist im Moment noch nicht mit Experten wirklich bestückt. Die haben alle null. Aber vielleicht entwickelt sich ja noch was. Ja. Okay, Löw. Kriegst du 2 Ressourcen, sehr schön. Gibst du mir die weiter? Ist alles okay? Kommt drauf an, was ich gleich mir hier so kaufen kann. Das. Dann nutze ich meine extra Fähigkeit und decke eine auf. Welche extra Fähigkeit ist das? Die. Okay. Das sieht schon besser aus. Die nehme ich auch. Oh, ich wollte das. Sieht richtig gut aus. Weil ich nutze vorher noch einmal die Fähigkeit, gib dir den, um diese Karte zu bekommen. Nehme jetzt diese, und zwar lege ich die hier hin. Das tust du. Bezahle deswegen den grünen weniger. Ja. Kriege hierfür eine freie Ressource, ja, und zahle den gelben weniger und gebe davon noch eine. Juhu. Ist auch nicht schlecht. Was habe ich hier schon alles gezogen? Das ist auf jeden Fall praktisch, dass jeder hier mal eben selber nachguckt. Ja, das ist wirklich schön. Ja, ja, mit den Nummern und allem. Das fand ich auch gleich sehr. Interessant. Ja, ich nehme dann dieses hier gerne. Sorry, also dann, das kostet mir 1, 2, 3 und 1. Da. Fair Spiel. Zwei weniger, muss also noch einen Kopf abgeben. Der ist wirklich. Oh, Holger. Ich sehe gerade, ich glaube, ich kann die 12 mir auch leisten. Das kann dir ein schönes. Du erhältst 2 Wertungspunkte für jede Karte, die oberhalb dieser Karte. Das ist nachher ein Sternchen-Ding. Also am Ende gilt das. So, wenn ich die jetzt legst, dann müssen noch möglichst viele raufkommen. Weil sonst nehme, und das wäre hier, dann, musst du da. Dann würde ich den weniger bezahlen, hätte die beiden gelben, hätte den hier und hätte einen for free. Den legst du so drauf. Okay, etwas Neues und Schönes bitte. Du bist nun. Genau. Gefällt mir jetzt schon. Was du aufgedeckt hast? Nee, das Spiel, das läuft alles so, wie ich mir das hier vorstelle. Genau, zählt schon mal eure Karten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du, also es triggert ja auch Ende. Du kannst dein Ende ja ein bisschen bestimmen. 12 Karten, Ende oder diese Dinger weg. Nur das ja, ich sag schon, wenn Schluss ist. Das sagte er. Da wähnt sich jemand als
ich nehme diese Geld for free. Nein, for free? Die habe ich genau. für meinen Plan gebraucht. Oh, warte mal. Einmal 10, genau. 1, 2, 3. Aber das tut Lull weh, deswegen macht das weiter. Doch, das ist schon nett. Bitte schön. So. Ja, so ist das. Du erhältst ein beliebiges Forschungssymbol. Dann mach ich den. Das ist den hier. Ist doch nett. warte. Weil die alle gegen mich verbinden. Einen unteren weg. Eine Uhr. Wieso findest du das? Kaum gebe ich. Du kannst wahrscheinlich gar nicht. Du beschwerst dich. Du hast so viele Karten. Wir haben ganz viel gegeben. Das ist so, dass ich untere weg und die noch mehr. Immer so. Mehr. Lange genug Zeit gehabt, zu überlegen. Er hat eine schöne Karte, die ja. Ressourcen wo er hat. Sich auch so ein Dreier gerne genommen hätte. Ja, nee, ich habe das bei dir tatsächlich gesehen. Das ist hier eine wunderbare Aktion. Wenn man eine Dreierkarte hier eine Auslage hat, darf man eine nehmen. Einfach. Ah, okay. Das ist super. Also, ich fände es gerade nur den Leuten. Ja, das ist einfach mal genommen. Nur damit man die Vielfalt hier erkennt. Genau. Ich kann ja nicht alles Gute, kannst du ja nicht sagen. Ich war ja lange mit meinem Plan beschäftigt, der zweimal durchkreuzt wurde. Aber ich decke jetzt mit der Zusatzfähigkeit eine auf, die ich nicht brauche. Okay, verstehe. So läuft der Abend. Dann will ich die hier ausspielen. Dafür muss ich aber. Das ausgeben. Brauche ich noch 3 Ressourcen? Brauche ich noch 2 Ressourcen, die ich so nicht habe? Dann bekommt der liebe Ark das hier. Hey, das ist nett. Du hattest ja gesagt, wenn ich eine Karte von der Hand auf einstelle, zahle ich eine Ressource weniger. Nee, du zahlst von der Hand, ganz normal bezahlst du. Nur wenn du hier jetzt entsprechend ergänzt, und das wird auch schon, hast du den unteren weniger. Also weil du jetzt überall einen liegen hast. Der nächste, der reinkommt, ist eine Ressource von unten weniger. Okay. Also aus der Hand sind die Kosten gleich. Nee, okay. In der Tat noch nicht. Alles klar. Ich gerade was Interessantes gezogen habe. Oh. Was ich mir eventuell jetzt, eine von beiden kann ich nur spielen. Das ist ich sehe ganz wie ich wollte. Na komm, ich spiel. Ich werf die hier rein. Tut mir ein bisschen weh. Ja, das ist eine schöne Karte. Ich spiele dann die hier aus. Und die hat die Fähigkeit. Zu Beginn meines Spielzugs darf ich die Reihenfolge von Karten in einer Abteilung ändern. Ja, das. Ist das. Okay. Dann kaufe ich. Zwei Punkte für jedes Satellit. Ich habe 82. Nicht Satellit, sondern wenn du dir einen Satellit nimmst, heißt das hier. Wenn du dir einen Satellit nimmst, in der Zone darfst du dir nur 82. Ich meinte die pro 2 Punkte. Genau, das ja, ist genau. Das am Ende. Ich liege dann, ich würde diese Karte ablegen, ja. Um 3er ja. zu nehmen. Und ich nehme dieses einfach for free. So, 3 und dann habe ich den Rest. Den werde ich die Karte. Gut, okay. Ich nehme diese Karte hier. Zahle dafür ein weniger und habe 2 Spiele. Ja, hast du gleich gesehen, ne? So, und dann darf ich mir ein Projekt nehmen. Ich, dieses hier, wenn ich das richtig sehe. Habe ich auch drauf gespielt. Tja. Weil ich hier
ja, ein solches ja. Symbol auch noch. Ja, das ja. ist jetzt war so schön, das durchaus schmerzhaft. Sehr schön. Gewesen. Diese hier. Ich tausche erstmal die beiden. Oh ja, das war jetzt nicht klar. Liegt die Karte jetzt noch oben, die Tauschkarte? Das ja, ist das die, ja, genau. Das heißt, ich kann es theoretisch noch mal machen. Jetzt muss ich noch mal umstrukturieren in meinem Plan. Ich glaube, ich hätte davon gern eine. Haben wir eine, die kann ich mir aber bestimmt nicht leisten. 1, 2, 3. Auch dann noch zwei Rohstoffe. Passt. Finde ich aber so mäßig gut die Fähigkeit. Hm. Weil gibt mir nachher auch Punkte eigentlich doch. Wenn ich mir die hier nehme, das müsste aufgehen. So, ich habe da schon drei liegen, das heißt 1, 2, 3. Muss nur noch die letzten beiden Ressourcen bezahlen, das kann ich mit den beiden machen. Müsste haben, ja. Dann habe ich 4 und 1 und 1 und kann mir den nehmen. Ja, das würde, wenn du das so rekapitulierst, alles dann ist. Dann ist das mein Plan. Schöner Plan. Ich nehme diese Karte. Ein schlechter Plan. Oh, zuerst muss eine Karte raus. Oh ja. Wieso? Ja. Hey. Oh, nee, nee, nee. Nichts gesehen. Alles klar. Aber wie ist das? Das ist durcheinander, ne? Also. Auch schwer zu komm zählen. Schon, komm schon, es, wir haben schon. Okay. Gibst du dir Frau Free, sagst du? Das sage ich. Frau Free zu spielen ist ein bisschen schmerzhaft für den Nachbarn manchmal, oder? Ach, das kriege ich schon alles. Wie drei unterschiedliche Fähigkeiten. Farblich ja so ein bisschen eintönig, was da so rumliegt auf dem Board. Grün, grün, grün. Sind alle meine Kleider. Verboten. Set. Das ist hier ein Dreier-Set an diesen Fähigkeiten hier. Dreier-Set? Am Ende. Müsste es sein, oder? Mhm. Ja, ja, das ist. Das ist nicht schlecht, aber ich. Naja. Ist die Dinger ja dann schon, das ist nicht. Das ist mir doch nicht recht. Na, bist du sicher? Nee, bin ich nicht. Mann. Das durfte ich nicht ablenken. Ja, das ist jetzt hier total blöd, was ich hier tue. Ich will das Ganze mal so, ich nehme mir den hier. Stopp, 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 ich darf mir den hier nehmen. 2, 3. Oh Mann, und Mann. Wieder 2. Den darf ich natürlich, hätte ich in der letzten Runde noch nicht nehmen können, weil ich dann zweimal die gleichen Ressourcen benutzt hätte, die gleichen Fähigkeiten. Ah, okay. Also, ja, kannst du also nicht. Das muss dann schon wirklich ergänzend sein, wenn du es in der gleichen Runde drauf hast. Ich den auch einfach hier hinlegen. Ja, wenn er das hatte, das Symbol. Ja. Und dann zählt er aber auch für Geld. Am Ende jetzt Fähigkeiten. Also jetzt nee, für. Ja, dafür auch. Ja, auf jeden Fall.
ist ganz gut, weil ich finde meinen gelben richtig stark hier, Madame Curie. Madame Curie? Ich, auf jeden Fall nicht überbauen. In meine Karte? Oder? Ja, diesmal hast du recht. Ah, super. Aber das geht als zwei gelbe. Das ist natürlich auch interessant. Aber auch nicht ganz günstig. Aber habe ich das for free? Die Rohstoffe hier oder so, die sind nachher nichts wert, oder? Die, nichts wert, deswegen nur die Punkte geht's hier. Ja, ich nehme es. Müssen wir also nicht alle aufsparen. So, ein Rot, ein Gelb auch und zwei Grüne. Nehme ich es. Kannst du for free bauen? Ja. Wenn ich hier schon nicht Dreier kann, mir so nehmen kann, dann brauche ich das auch nicht. So ist das. So, ich gucke jetzt gerade, die habe ich, die Ressource, das ist super. Ja, aber man muss natürlich auch gucken, wie viele Punkte das denn nachher einbringt. Ne? Aber es sind unten jetzt zwei, jetzt einer weg. Der ist weg. Das Dealer war ich auch schon weg. Mit der 4 Punkte Satellit. Blöde Dinger hier. Oder? Ich glaube, ich setze nochmal auf eine andere Strategie. Ich sattel um. Du sattelst um? Ja. Gerade gesehen, dass das eigentlich vollkommen schwachsinnig war und ich viel besser. Ich nehme den hier. Der kostet mich. Immer diese Zahnräder. Ich brauche immer so ohne Zahn. Du, ich nehme noch eine Karte. Nee, mach's anders. Ich nehme eine Karte, die ich gerne habe. So. Leider nicht mit den Satellitenfähigkeiten oder der Strategie. Da kommt natürlich immer so die Frage, was so nachkommt. Ja, ein weniger von unten. Also einen. Den hast du. Habe ich auch nicht schlecht. Den hast du auch. Das heißt, drei. Den bezahlen. Ah, deine Fähigkeit, oder? Ja. Mach das vor, sagen wir, machst du das? Ja, alle hat an mich geschrien, wenn ich das gemacht hatte. Aber Löwe, oh Mann. Weil Löwe ist, das stimmt wahrscheinlich. Ach so. Nehmen wir das einfach an, das glaube ich nicht. So, was kann ihr denn? Nimm eine Karte vom Stapel, nachdem du einen Experten mit den regulären Einstellungskosten 5 oder 6 eingestellt hast. Das ist einfach, die hat Einstellungskosten. Genau, das sind die 5 oder 6. Wenn ich das richtig sehe, baue ich die for free. Ich nehme die unteren beiden weg. Habe hier zwei rote und mein Joker. Pack den da hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bald so sieht das aus. Sagen. Okay, dann ich gebe dir einer davon und. Noch was? Noch was möchtest du? Aber ich nehme dann diese gelbe, den Rest habe ich hier liegen. Und dann nehme ich einfach die Satellit hier. Das ist mein Satellit. Satelliten, oder? Ja. Es sieht schön aus. Das gefällt mir. Wenn Löw jetzt 12 hat, geht die Runde danach zu Ende? Ja, oder? Die Runde, weil er Schachspieler ist. Also das hat genau. Noch einmal. Also da hast du gut, zweimal. Gut. Wann du zu Ende spielst. Kriege ich nicht mehr. Die beiden Satelliten, die da rumfliegen, die sind so ein bisschen außerhalb meiner Reichweite. Wir sind alle nur angefangen. Ah, mal gucken. Also wenn dann
Scheiße gibt, dann werde ich da. Ist nicht nur Scheiße. Werde ich vielleicht Chili noch eine Runde dranhängen, aber rechnet mal nicht zu fest damit. Nee. Okay. Okay, wer sitzt denn hier auf, dem, hier auf der Zeitraum? Was seid ihr? Okay. Das ist echt ganz schwierig gerade, muss ich leider sagen. Das stellt mich jetzt auch nicht an. Ist auf jeden Fall schon mal gut. Zwei von unten sind weg. Einmal den habe ich, zwei davon habe ich. Brauche ich aber nicht. Ich brauche nur einen, weil ich den habe. Und den brauche ich auch nicht, weil den habe ich da. Kriegst nur den. Zack. Ich finde gut, dass die Spannung konstant gehalten wird, weil das so undurchsichtig eigentlich ist, wer wie viele Punkte jetzt genau hat. So, natürlich, man kann hier so ein paar Zahlen sehen. Ja, nützt einem am Ende ja auch nichts. So, also man muss für sich selbst an der Stelle sorgen. Wenn man ja auch nicht mehr mitrechnen kann, was hat der andere an Bonussachen hier unten drunter liegen, da muss man schon sehr aufmerksam sein. Stimmt. Von daher finde ich ganz gut, es kommt nicht so dieser Punkt, wo ich denke, so, ich habe eh keine Chance mehr. Nee, das stimmt. Und dann werden neue Karten aufgedeckt, genau in dem Moment, wo ich sie brauche, da kann man vielleicht dann nochmal aufholen. Oder eben auch nicht. Das ist oder genau das Gegenteil. Ark überlegt schon, was er falsch gemacht hat. Ich plane weiter für die Zukunft. Ja, ich plane nicht, du doll. Ja, genau. So, hier geht's weiter. Ich muss mir den nehmen. Oh. Das sind ja, erkannt. Punkte. Punkte, Punkte. Oh, nein. Genau, den wollte ich nämlich auch haben. Ja, ich auch. Jetzt wird er zu Ende, glaube ich. Dann nehme ich... Mach ich das mal so? Ja. Der gibt mir nur einen. Was sagt der hier spontan? Der sagt, das Z ist 3. Achso, das wäre in meinem Fall eh nur 3 Punkte. Das kann ich nicht gebrauchen. Dann nehme ich, weil der gibt mir nachher auch 3 Punkte, wenn ich das richtig sehe, dann mache ich das. Ja. Du bist jetzt bei 12, das heißt, du hast die letzte Runde gerade. Habe ich ja angekündigt. Das hast du gemacht. Das heißt, ich kann für mich auch schon mal meine Punkte zählen? Ja, wenn du meinst, dass das dann ist. Das reicht, meinst du? Ja, dann kann man gleich schneller zum Fazit. Dieses Jahr. Du musst dir das. Und ich würde immer noch gerne diese Karte nehmen. Und ich kann sie einfach nicht hingehen, weil mir keiner einen Zahn hat. Erzählt habe, dann ist das mein Ergebnis. Aber noch ein bisschen Zeit, kann ich aber nachzählen. Das kannst du. So. Das ist besser bei mir. Das Ding ist jetzt auch egal. Kriegst du? Ich habe eh keine. Darf ich eigentlich eine Karte aufnehmen und dann noch hier eine Aktion ausführen? Also die Karte aufnehmen, um zu sagen, dass du die gleich einstellen möchtest. Das kannst du, wenn du das meinst. Also aufnehmen, einstellen. Ich kann das nicht machen. Ich kann mich hier zwei Marker zu meiner Linken weitergeben. Ja. Und kann dann die direkt einstellen. Ist richtig. Ist richtig. Aber auf der Hand, glaube ich, oder? Heißt es nicht auf der Hand? Deswegen war ja meine Frage. Ah, nee. Also das ist nicht aus der Hand, sondern das ist aus dem, aus dem Zentrum. Ja, aber jetzt, du darfst nur einmal ziehen, jetzt ist der nächste dran schon wieder. Also du kannst, das ist, okay, ne? Da fehlt dir eine Aktion, also ein Zug, um das zu machen. Ja. So, ich kann auch immer zählen. Ressourcen wieder bei mir und das Spiel ist zu Ende. So ist es. Ja, so. Genau. Dann zählt doch mal fleißig. 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17. Diese Sternchen-Dinger waren jetzt nochmal was? Ah, was hast du da? Sag mal. Was meinst du? Sternchen. Sternchen heißt, du guckst hier unten und zählst dann, wie viele du davon hast. In diesem Fall heißt es, du hast 2 von diesen Fähigkeiten. Das heißt, diese Karte ist 2 wert. Guter Erklärer lässt ja auch gewinnen.
Ja, das ist mir auch jetzt überhaupt gar keine. Okay. Vielleicht hat es ja Einfluss auf die Wertung, aber ich gedacht. Ich habe jetzt 6 normale Punkte, aber 20. Die. Okay. Ich bekomme einen Punkt für jeder Grün. Wenn ich das richtig verstehe. Für jeden Grün, das ist richtig bei denen. So Achsen und dann. Und ein Set von allen, wie viele du davon hast. Also du hast ein Set, weil du hast den ja nur einmal. Und den auch nur einmal. Das heißt 3 Punkte. Okay. Also 21 zwei. Bin ich. 21? Ja. Okay. Ich sagte ja schon 17. Ja, ich weiß, was du schon die Kamera gezeigt hast. Hat jemand gewonnen? Glaube ich. Sollte ja klappen. 20 wenn das, glaube ich. Ja, ich habe dann mit 34 Punkten den Mond als erstes erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Ja, ja Glückwunsch. Ja. Ja, okay. Genau, sag du doch mal hier. Genau, also jetzt habt ihr genauso Space Explorers gesehen. Love hat endlich wieder gewonnen gegen mich heute, sehr schön für ihn. Und ja, wir spielen noch ein weiteres Spiel. Bis gleich. Bis gleich.